Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Ich hatte gestern einen Artikel gemacht und habe den bei Facebook hochgestellt. Denn ich hatte gestern es hat sich ergeben, ich hatte ein Gespräch mit einem Klienten und genau, und hatte halt eben auch gesagt, dass diese Seele, mit der ich arbeite, sagen wir es mal so, die Seele, mit der ich da gerade arbeite und der Mensch, der gerade auf seinem Weg ist. Diese Seele ist gerade sehr wissbegierig. Oder der Mensch ist sehr wissbegierig, sag mal so. Das Bewusstsein des Menschen. Und die Seele sehr redebedürftig. Also möchte ganz viel Informationen loswerden. Und ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Und während des Gespräches kamen von ihm so Fragen. Und ich spürte, wie ein Ratgeber, er sah selbst, sagt selbst, er ist ein Geistführer. Und der hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich vermittle. Und dann habe ich gesagt, du, hier setzt sich gerade jemand hin und ich soll dir, er sagt, antworten und ich soll sie dir übermitteln. Und da ergab sich so ein Dialog und dieser war auch wiederum wichtig für mich, um das an die Welt herauszubringen. Ich habe daraus einen Artikel gemacht und wiederum setzen sich wieder Puzzleteile zusammen. Es baut wieder sich aufeinander auf. Und heute, deswegen mache ich jetzt eigentlich das Video, aber um nochmal zurückzukommen zu dieser Information, die gestern war, ich mache jetzt kein Video darüber, weil A ist schon wieder viel zu lange her und ich habe einen Artikel darüber gemacht. Wer sich das durchlesen möchte, es ist sehr interessant. Da geht es um den Titel, es ist der Titel Erdenverträge, dann Erde, Lernplanet, Lernprozess. Da geht es auch wieder es hat sich ein Blutwesen gezeigt. Da geht es auch wieder um also das greift alles ineinander. Ja? Da muss man sich einfach durchlesen. Ich möchte das jetzt auch nicht nochmal erstmal alles wieder hochholen, weil ich bin jetzt gerade in dem Prozess, der gerade gelaufen ist. Es gehört aber immer alles zusammen und ich merke, dass die Heilarbeiten, die ich mache, die kommen zu einer bestimmten Zeitqualität. Und dann kommen auch meist Heilarbeiten, die genau zu dieser Thematik passen. Also sie haben irgendwie dann immer ungefähr eine Thematik. Und jetzt ist gerade die Thematik Aktivierung von Seelen. Es gibt anscheinend Seelen, oder so wurde mir das heute gezeigt. Ich rede jetzt mal von Zeitlinien. Das sind so Begrifflichkeiten, die ich mal irgendwie gehört habe, die ich nutze, die dann irgendwie dazu passen. Ja, also ich sage das nicht, weil ich weiß, das nennt man so. Es passt einfach gerade, ja, weil anders kann ich das gerade nicht formulieren. Vor der Heilarbeit öffnete sich ein Tor. Und dieses Tor habe ich nun schon öfter gehabt. Und dahinter habe ich eine blaue, L also die Energie schwingte in Blau und es war eine Natur. Im Nachhinein habe ich zu der Klientin gesagt, es war eine andere Zeitlinie. Ich mache jetzt mal die Augen zu und versuche jetzt mal nachzuschwingen, ob ich das jetzt nochmal zusammenbekomme. Es war eine andere Zeitlinie und diese Zeitlinie, die mir gezeigt wurde, ist im Grunde genommen die Erde. Da wurde mir auch immer wieder Atlantis gesagt und Atlantis und die Erde ist in eine Art vergessen gegangen, ist gefallen, ist gesunken. Und in diesem Sinken ist dann in eine, ja, vergessen, dieser Nebel, den ich immer schon in den letzten Videos gesagt habe. Und nun, in dieser ganzen Zeit gab es immer Seelen, die
Dinge getragen haben in dieser Zeit bis zu diesem Punkt und jetzt aktiviert werden. Und diese Zeitlinien dadurch, durch diese Aktivierung, wieder ineinander verschmelzen können. Ich denke, da gibt's, das wissen viele und es ist, ich will es nur einfach nochmal schildern, weil es sich gerade so brisant zeigt, so penetrant zeigt. Ich weiß nicht, ob das Wort jetzt passt. Und warum ich jetzt das Video eigentlich mache, dass aktuell gerade in dieser Woche Seelen aktiviert werden, da hörte ich eben auch die Einweihung dazu, die genau dafür da sind und jetzt hier sind, um diesen Prozess zu aktivieren. Diese Woche ist der Tag X, wo diese beiden zusammenrutschen. So habe ich es wahrgenommen. Und darüber wollte ich jetzt mal kurz ein Video machen und auch, damit ich den Artikel, den ich gestern verfasst habe, einfach mal unten in die Beschreibung reinsetzen kann. Ja, dann waren das jetzt die neuesten Entwicklungen und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und eine schöne Woche. Ciao, ciao.